Es war einmal ein wunderschönes Königsschloss. Da wohnte ein König und eine Königin und auch eine Prinzessin. Und die Prinzessin hatte eine goldene Kugel. Und jeden Tag ging die Prinzessin mit ihrer goldenen Kugel zu einem Brunnen. Eines Tages spielte die Prinzessin mit ihrer goldenen Kugel. Und was passierte? Die goldene Kugel fiel in den Brunnen hinein. Die Prinzessin weinte. Und wie sie da so weinte, da kam ein Frosch aus dem Wasser. Und er sprach: Königstochter, wieso weinst du denn so? Und die Prinzessin sagte: Mir ist die goldene Kugel in den Brunnen gefallen und ich weiß nicht, wie ich sie wieder hinausholen soll. Da sagte der Frosch: Was gibst du mir denn, wenn ich sie dir heraushole? Du kannst meine Perlen und meine Edelsteine haben. Aber der Frosch sagte: Hätte der gesagt, oh nee, ist das deine Mutter? Dann hätte Rapunzel gesagt, ja. Und dann hätte der Wer seid ihr denn? Wir sind Hänsel und Gretel. Danach sagte sie: Kommt doch rein, kommt rein. Okay, ich gehe jetzt los, sagte Rotkäppchen. Dann gehte sie los und sah da eine schöne Sonne. Dann hatte sie noch schöne Blumen entdeckt und wollte ein paar pflücken. Es war einmal ein wunderschönes Königsschloss. Da wohnte ein König. Und sie wünschten sich immer so sehr ein Kind.
aber sie bekamen keins. Einmal war die Königin im Baden. Und da tauchte aus dem Wasser ein Frosch. Und der Frosch sprach: Dein Wunsch soll dir erfüllt werden, ehe ein Jahr. Und er sollte Glück haben. Genau an dem Tag waren die 100 Jahre vergangen. Und die Dornhecke verwandelte sich in wunderschöne Blumen. Der Königssohn ging durch die Blumen hindurch und suchte Dornröschen. Und als er sie fand, verliebte er sich und gab ihr einen Kuss. Und sie waren so glücklich, dass sie Hochzeit feierten. Da feierten sie.